Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Die Traumhochzeit aus der Sicht des Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machte die Heirat wünschenswert. Er machte sie empfehlenswert. Er sagte sinngemäß: O ihr jungen Leute, wer immer unter euch die Möglichkeit hat zu heiraten, soll heiraten, denn es hilft, die Blicke zu senken und die Keuschheit zu wahren. Überliefert bei Bukhari. Natürlich könnte die Möglichkeit finanziell oder auch gesundheitlich sein, aber davon abgesehen machen wir jetzt weiter, inshallah. Liebe Geschwister, die Heirat ist ein Mittel, die Nachkommenschaft zu erhalten, die Blutsbande zu bewahren und ehrenhafte Familien zu schaffen, welche Barmherzigkeit, Einheit und das Unterstützen im Guten gebieten. Die Heirat beinhaltet die Verantwortung des Mannes gegenüber der Frau, welche ihren Schutz und ihre Versorgung beinhaltet. Und ja, liebe Brüder im Islam, ihr müsst eure Frauen versorgen. Es berichtete Abu Huraira radiallahu anhu arda, dass der Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam sinngemäß sagte: Ein gläubiger Ehemann soll niemals seine gläubige Frau hassen. Wenn er eine bestimmte Angewohnheit von ihr nicht mag, so mag er doch eine andere bei ihr finden, die ihm gefällt. Überliefert bei Muslim. Und es berichtete Abu Huraira radiallahu anhu arda, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sinngemäß sagte: Der vollendetste Muslim in Glaubensangelegenheiten ist derjenige, der ein vorzügliches Benehmen hat. Und die Besten unter euch sind jene, die ihre Ehefrauen am besten behandeln. Überliefert bei At-Tirmidhi. Und Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu arda berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Das irdische Leben ist ein vergänglicher Genuss. Das Beste an diesem Genuss ist eine tugendhafte Ehefrau, überliefert bei Muslim. In der Traumhochzeit geht es nicht darum, wie viel Gold man trägt. In der Traumhochzeit geht es nicht darum, wie groß der Saal ist, ob der Ehemann ein Prinz oder sonst was ist. Die beste Hochzeit ist natürlich die, die halal ist. Und der beste Ehemann ist ein tugendhafter Ehemann. Und die beste Ehefrau ist eine tugendhafte Ehefrau. Was bringt dir eine wunderschöne Schwester? Und wallahi, es gibt wunderschöne Schwestern, wenn ihr Charakter verdorben ist. Oder was bringt dir, liebe Schwester, ein Bruder, der vielleicht gut aussieht und viel Geld hat, wenn er aber verdorben ist und schlecht zu dir ist und dich ungerecht behandelt? Ich meine, wir möchten doch nicht 2 Monate verheiratet sein. Nein, denn wenn man heiratet, hat man ja inshallah die Absicht, ein Leben lang verheiratet zu sein. Deswegen unbedingt empfehlenswert ist eine Person, die tugendhaft ist. Und wie kann ich erwarten, eine rechtschaffene Ehefrau zu finden, während ich selber nicht rechtschaffen handle? Und wenn wir möchten, dass wir einen rechtschaffenen Ehepartner finden, so müssen wir selber rechtschaffen sein. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.